Verstopfung ist also nur, dass du die ganze Zeit auf der Futtersuche nach diesem und jenem bist. In Südindien haben wir eine Zauberformel gefunden. Es hält deinen Verdauungstrakt sauber. Ein sauberer Dickdarm ist sehr wichtig für die Gesundheit. Wenn du dich aus den Fastfood-Läden oder den Supermarktregalen ernährst, isst du in der Regel Lebensmittel mit sehr geringem Wassergehalt. Wenn man sich nicht vegetarisch ernährt, ist das auch ein Problem, weil die Bewegung im System sehr langsam ist. Alle Lebensmittel, die du isst, sollten einen hohen Wassergehalt haben. Dein Körper besteht aus über 70% Wasser. Wenn du irgendein Gemüse isst, hat es im Allgemeinen einen Wassergehalt von über 70%. Früchte bestehen zu über 90% aus Wasser. Wenn du also ausreichend Gemüse, Obst und Nüsse und Sprossen so zu dir nimmst, wird die Darmbewegung überhaupt kein Problem sein. Du isst sehr trockene Lebensmittel, die keinen Wassergehalt haben. Wenn du also eine ausreichende Menge Obst, Gemüse, Nüsse und Sprossen hineinbringst, sollte sich das von selbst regeln. Verstopfung ist also einfach das. Du bist die ganze Zeit auf der Futtersuche nach diesem und jenem. Wenn zwischen den Mahlzeiten genug Zeit ist, einer Mahlzeit und der anderen, du wirst keine Verstopfung haben. Wenn du die ganze Zeit Nahrung zu dir nimmst, dann ist das ein Problem. Grundsätzlich wurde Ghee traditionell immer als erster Bissen gegessen. Ghee ist ein Schmiermittel, das den gesamten Verdauungskanal schmiert. Es sollte das erste sein, das du konsumierst, damit es die Passage der Nahrung erleichtert. Wenn du gleichzeitig Ghee und Kohlenhydrate isst, wenn du Ghee und Zucker zusammen isst, dann wird es als Fett gespeichert. Aber wenn du nur Ghee isst oder es nur mit einem kleinen Bissen Essen am Anfang der Mahlzeit isst, dann wirkt es eher wie ein Schmiermittel. Wer also Ghee auf die richtige Weise konsumiert, der Dickdarm dieser Person wird immer sauber sein, weil sich dort nichts festsetzt. Nichts bleibt dort für lange Zeit. Im Yoga-Zentrum beginnt der Tag also mit einer kleinen murmelgroßen Kugel aus Neem und Kurkuma. Es gibt viele Aspekte bezüglich der Auswirkungen auf dein System. Eine unmittelbare Auswirkung ist, dass es deinen Verdauungstrakt sauber halten wird. Wenn wir sauber sagen, das ist eine Körperregion, in der eine maximale Menge an anderem Leben ist. Also in diesem Verdauungstrakt gibt es eine ganze Reihe an Mikroorganismen. Viele von ihnen haben sich mit uns angefreundet. Wir leben dank ihnen. Durch sie können wir Nahrung verdauen. Viele, viele Funktionen im Körper geschehen wegen ihnen. Aber es gibt immer noch viele, die schädlich für uns sind. Das Einzigartige an Neem ist, besonders wenn es zusammen mit Kurkuma eingenommen wird, wenn diese beiden Dinge kombiniert werden, größtenteils die Dinge, die für den Körper nicht notwendig sind, solche Dinge, die dem Körper schaden können, jede Art von parasitärem Leben, das da ist, all diese Dinge werden eliminiert. Ein sauberer Dickdarm ist unerlässlich für die Gesundheit. Dairy products have Milchprodukte enthalten bestimmte Enzyme, die heute zur Herstellung bestimmter Textilklebstoffe verwendet werden. Diese Klebstoffe sind nicht wasserlöslich. Wenn du also viele Milchprodukte konsumierst, bleiben sie an deinem Dickdarm kleben. So fließen die Abfälle, die eigentlich leicht herausfließen sollten, nicht aus dem System heraus. Es sind drei magische Früchte der tropischen Welt. Richtig gemischt,
das Trifala mit ein wenig Wasser oder einem Löffel Milch oder etwas anderem oder sogar Honig, wenn man es nimmt, wird sich das System reinigen. Aber wenn du all das nicht finden kannst, in Südindien haben wir etwas Magisches. Es wird als Rizinusöl bezeichnet. Nur ein bisschen. Ein halber Löffel Rizinusöl jeden Tag. In der Nacht erwärme es, gib es in Wasser oder Milch und trinke es. Du wirst sehen, dein Dickdarm bleibt sauber. Wenn ihr das nicht wisst, heute anerkennen Ärzte, dass das, was in eurem Kopf passiert und was da unten passiert, miteinander verbunden ist. Das haben wir im Yoga immer gesagt. Wenn du in deinen Emotionen und deinen Gedanken verstopft bist, wirst du natürlich Verstopfung auch dort unten haben. Wisst ihr das? Sieh, wie dein Gehirn und der andere Teil verbunden sind. Denn was immer du hier oben tust, wirkt sich natürlich auf die Grundlagen deines Lebens aus. Das Mulatara ist betroffen. Einfach wegen des Unsinns, den du in deinem Kopf machst. Wenn du Angst hast, wirst du entweder Durchfall oder Verstopfung bekommen. Deshalb sagen wir auch scheiß Angst. Entweder wird es in ungünstigen Momenten entlassen oder es wird aufgespeichert. In beiden Fällen hast du scheiß Angst. In beiden Fällen ist, was im Kopf passiert und was dort unten geschieht, miteinander verbunden.